Da wir dieses Jahr ja nicht gemeinsam ein Krippenspiel in der Kirche spielen können, haben wir für euch etwas, wie ihr es selber basteln könnt. Wir haben einmal den Bastelbogen, den ihr geschickt bekommen habt, Sterne, eine Tüte mit etwas Stroh und ihr benötigt noch einen Pinsel, eine Schere, einen Prittstift oder anderen Kleber, Acrylfarben oder Wasserfarben und einen Eierkarton. Als erstes nehmt ihr den Teil, wo die Eier sind, und malt den braun an. So, dann geht's weiter mit dem Deckel. Den malt ihr blau an. Auch wieder überall. Das wird der schöne Himmel, der Nachthimmel. Also es kann ruhig ein dunkles Blau sein. So sieht es dann aus. Der Boden in Braun und der Deckel in Blau. Und das Ganze muss jetzt erstmal ein bisschen trocknen. In der Zeit, wo das trocknet, nehmt ihr euch den Bogen und schneidet die Figuren alle schön einmal aus. Ich beginne einmal mit dem Engel. So, und jetzt seht ihr hier diese kleinen runden Kreise und die müsst ihr auch noch ausschneiden. Das sind dann die Löcher, wo ihr dann später die Finger reinmacht. So, der Karton ist jetzt soweit getrocknet. Hier sind jetzt die ganzen ausgeschnittenen Figuren, auch die Löcher sind zu sehen, wo ihr dann später eure Finger durchstecken könnt zum Spielen. Und jetzt müssen wir hier noch die oberen Spitzen von diesen Hügeln abschneiden. Das bedecken wir gleich noch mit Stroh, dann ist das nicht so hoch, wenn man die abgeschnitten hat. Wenn ihr Probleme noch beim Schneiden habt, das noch nicht so gut könnt oder generell auch ein bisschen schwierig das Ganze ist, dann bitte eure Eltern fragen, dass die euch dabei helfen. So. Dann wollen wir ja noch einen schönen Sternenhimmel machen. Hier habt ihr noch diese kleinen Sterne dabei. Dann nehmt ihr euch die und nehmt den Prittstift. Und klebt die so hin, wie ihr das gerne möchtet. Schön festdrücken, damit das nicht abgeht. So. Und dann zum Schluss habt ihr hier die Tüte mit Stroh. Und dann nehmt ihr euch das Stroh und könnt das hier unten reinlegen. Das ist dann der Stallboden, wo sonst die Tiere drauf schlafen. Und dann habt ihr schon eure fertige Krippe. Und dann könnt ihr jetzt ganz kreativ sein und eure Krippe ein bisschen bestücken. Das Jesusbaby liegt ja immer in der Krippe, auf Heu und auf Stroh. Und die Maria ist dabei. Und der Josef. Und dann könnt ihr mit den anderen Krippenfiguren noch ein bisschen spielen. Der Hirte kommt vorbei, der König kommt und der Engel. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Basteln und beim Spielen und wünschen euch von der Thomaskirche eine schöne Vorweihnachtszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest mit eurer Familie.